Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Silberfeld Games Moor. Ich bin der Flo. Wir sind zurück beim LS19 Folge 25 auf der Ravenport hier, unserem US-Projekt. Und wir sind hier mitten in der Maisernte für unseren benachbarten Bauern hier. Ein Auftrag quasi. Wir sind mit dem Case unterwegs hier, ein richtig geiler Drescher. Und wir ernten Feld 8 mal wieder ab. Mein Lieblingsfeld ja, was die Ernte betrifft. Haben es jetzt fast geschafft. Und ja, wollt euch halt mal so auf den letzten Metern mitnehmen. Was gibt's noch Neues zu sagen? Ich werde mal hier ein Tempomat reinknallen. Ja, ich habe Pferde verkauft. Wir haben wieder zwei neue Pferde auf der Weide. Priggles und Fanner. Ja, die muss ich noch ausreiten heute. Obwohl, ich sehe gerade, ich habe gerade die Uhr ein bisschen vorgestellt. Wir werden mal wieder runternehmen. So, damit es nicht zu schnell Nacht wird. Ja, mein Silo ist wieder voll mit ca. 80.000 Liter Silage habe ich gemacht. Unser Feld abgeerntet, unser Grasfeld. Und das Rapsfeld ist auch abgeerntet. Da ist gerade neu gesät Sojabohnen. Da ist gerade Unkraut drauf. Das werden wir als nächstes uns auch vornehmen. Und da das Unkraut bekämpfen. Ja, läuft, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir mal hier noch diese eine Bahn mit, die ich hier irgendwie stehen habe lassen. Da habe ich nämlich im Menü rumgespielt und rumgeschaut und der Drescher ist hier leicht vom Wege abgekommen. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Und zwar muss man den ganzen Mais hier zum Hafensilo bringen. Und da habe ich mir gedacht, wir haben ja hier gleich das Silo vor uns hier. Getreidesilo ist das. Bahnsilo Ost, West, keine Ahnung. Können wir gleich mal gucken. Huch. Bin ich da raus für so ausgestiegen. Was haben wir denn hier vor uns? Bahnsilo Ost, genau. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach den Zug zur Hilfe. Um nicht immer zum Hafen fahren zu müssen. Wir haben übrigens auch einen scheiß Truck bekommen. Also, das ist, glaube ich, der billigste Truck, wenn ich richtig informiert bin. Ja, genau hier, der Warrior von Lizard. Oder der Warrior. Der ist echt, hat denn der 460 PS? Ja, wirkt sehr schwach auf der Brust, muss ich sagen. Oder der Hänger ist vielleicht auch zu groß, wenn der voll ist. Also, der kommt echt nicht aus der Hefe. Die Bremsen versagen permanent. Der Hänger ist auch nicht sehr schön, muss ich sagen. Der hat so zwei Kammern. Und da kann man von unten entlernen. Also zeige ich euch gleich, da sind so Schieber unten dran. Also kann man nicht kippen nach links, rechts. Hat keinen Kornschieber oder ähnliches. Dann hat er halt bloß so diese Entladeschieber unten dran. Und da kommt auch schon unser Freund und Helfer, den wir gleich zur Hilfe brauchen. Der Zug. Den werden wir gleich in Anspruch nehmen. Oh, jetzt habe ich da einen so einen Maiskörnel stehen lassen. Ja, nehmen wir noch mit. So, dann haben wir es nämlich gleich geschafft hier mit dem Feld. Ach ja, das dauert schon immer echt ein ganz schönes Stückchen Arbeit, ist das. Übrigens haben wir hier auch, guck mal, den Wartungsgrad des Threshers an, was wir bekommen haben. Der ist echt im Arsch. Der lässt immer zu irgendwas stehen hier. Hier, wenn wir jetzt weiter nach links versehen, hat er die ganze Reihe, die jetzt auch tauft. Hat er alles stehen lassen. Da ist auch in der Mitte so ein Strich, den er hat stehen lassen. Den sieht man aber nicht, das ist wirklich bloß eine Reihe, die nicht mehr angezeigt wird, aber man könnte es noch ernten, aber das machen wir jetzt nicht, das dauert mir alles zu lange. So. Okay. Nehmen wir noch den letzten mit. Der Drescher ist echt geil hier. Der Drescher. Ich weiß gar nicht, was der im Vergleich zu den anderen eigentlich kostet. Nur mal gucken, der teuerste Drescher kostet hier 465, der kostet 420. Fest 3000 Liter weniger. Das ist wahrscheinlich dann auch nur eine Geschmackssache, ob jetzt Case oder Fendt oder New Holland, die sind alle drei sehr gut. Auch der John Deere noch dazu. So. Dann wollen wir mal noch den letzten Rest in den LKW füllen. Macht er nicht, weil... So. Oh, schönes Ding. Kann ich da nicht hoch? Ich wollte mir nicht mal zeigen. Ja, der ist echt schon, der ist schon nice. Kann da reinfallen? Nee. Dreckig ist er. Okay. Dann würde ich sagen, auf in den LKW.
Wie gesagt, da ich nicht immer zum Hafenspeicher fahren wollte, habe ich hier das Bahnsilo Ost benutzt. Und dann werden wir heute mal unsere erste Zugfahrt machen. Folge 25. Unser bester Freund, der Zug. Das Bahnsilo ist extrem eng hier. Ihr seht, ich habe jetzt schon gebremst die ganze Zeit, ne? So, und jetzt entlädt er quasi. Mal sehen, ob ich das einfangen kann. Da unten, ja genau. Jetzt hat so ein Schieber dran. Das sieht man nicht, schade. Entladen jetzt hinten quasi. Gut, ich komme nicht. Kann es euch nicht zeigen. Okay, so, das haben wir auch entladen und jetzt müssen wir mal gucken. Nee, wartet mal, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Oh, da ist sogar schon was gewachsen. Ist gar kein Unkraut. 100% Unkraut, 50% gedüngt. Da müsste ich ja quasi doch wieder die Pflegebereifung drauf machen. Heieieiei. Nur Stress hier. Reifenwechsel hin, Reifenwechsel her. Aber ich will nicht den ganzen Tag mit dem Pflegebereifen rumlaufen, weil das echt scheiße aussieht. So, wir brauchen jetzt erstmal Dünger. Hier habe ich auch so in die Palette angefahren. Ach so, wir haben noch Pflanzenschutzmittel drin, also Gift. Ja, toll. Kann er das nicht einfach links abstellen? Dann stellt er das immer rechts ab. Mann, Mann, Mann. Geht nicht. So, jetzt habe ich wieder den Scheiß. Alter. So, jetzt. Ist nicht viel, reicht. So, ne, halt noch nicht ausklappen. Wir fahren das mal rüber. Aufs Grasfeld. So, mal gucken, ob man das gleich macht. Aber konfigurieren. Hey. Ja. Wir haben mir übrigens auch ein Motortuning gegönnt. Der gute ist jetzt kein 511er mehr, sondern ein 515. Also, oh, er hat jetzt alles abgemacht, das habe ich gar nicht gewusst. Oder automatisch gemacht. Sondern ein 515 mit statt 115 mit 150 PS. 17.000 habe ich dafür mal investiert. Aber man merkt es schon so ein bisschen am Berg und so, das ist schon okay. So, wir werden erstmal das Grasfeld noch düngen. Und let's go. So, dann werden wir mal, müssen wir noch mal kurz Menü schauen. Verkehr, Schmutz, Automotor starten, Name. Helferbetankung, Dünger, Gülle, Kraftstoff, Spritverbrauch, Stop-and-Go-Bremsung. Finde ich denn hier nicht den Zug, Helferfenster, Icon, Farbe? Es gab Radio, Fahrzeug zurück, dynamische Fahrzeugkamera, Y-Achse. Auf den Zug wechseln aus. Okay, das haben wir jetzt an und jetzt können wir. Da ist er. So, und dann werden wir jetzt mal zum Bahnsilo Ost fahren. Da ist jetzt quasi der Tempomat drin. Ne? Der fährt jetzt automatisch, hält auch immer mal an. Aber wir werden jetzt. Boah, ist das ein geiles Ding. Voll alt und dreckig, ne? So, fährt er eigentlich schon Maximalgeschwindigkeit? Ja, da braucht er extrem lange zum Bremsen. Also hier müssen wir es herbringen und okay, ich wollte gerade ausfahren. Geht das nicht? Ah, der macht, glaube ich, automatisch seine Strecken. Achso, geradeaus wird es von der Map runtergehen, okay. Ja, wir fahren jetzt zum Bahnsilo Ost. Wie gesagt, können wir hier auch Licht anmachen, aber ist schon an. Na gut. Sieht man auch keinen Unterschied, ne? Schranke geht runter.
Cooler Scheiß. Du musst rechtzeitig bremsen. Ich denke, da vorne ist es schon, oder? Ich werde schon mal vom Gas gehen. Okay. Also bremst doch nicht ganz so langsam, wie ich dachte. Nun ja, dann werden wir mal sehen, wie wir das hinkriegen mit dem Befüllen. Wir haben eins, zwei und der dritte, vierte Hänger quasi ist, glaube ich, noch für allerlei lose Sachen. Man könnte, glaube ich, auch Baumstämme auf den Zug laden. Aber dann, wir kommen nur zum Hafenspeicher quasi. Das ist natürlich sehr blöd. Wir können hier übrigens auch was reinladen. Also da haben wir auch einen Abladetrigger. Ich wollte eigentlich bremsen. So, und nun? Aha. Saatgut anbringen. Okay, rechts 3 drücken. Ach so, Spannworte anbringen. Na toll. Vor allem der Zug ist so lang, dass ich echt gar nicht sehe, wo ich hier Spannworte anbringe. Hm. Aber ich kann irgendwie kein Saatgut auswählen. Warum kann ich das nicht? Ach so, vielleicht müssen wir Hänger wechseln. Guck mal, wir sind jetzt, naja, beim ersten Hänger. Abdeckung. Abdeckung schließen. Welche Abdeckung? Okay. Jetzt ist sie zu, jetzt ist sie auf. Also offen ist schon mal gut. Befüllung starten, links 3. Okay. Ah, cool. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais. 192.000 Liter. Im Basisilo passen maximal 200.000 Liter rein, sehe ich gerade. Holy shit. Ja. Starten wir doch mal mit der Befüllung. Mal sehen, wie viel in so einen Zughänger reinpasst. Müssten ja dann doch ein bisschen mehr sein, wahrscheinlich. Naja, wobei das täuscht, der ist recht schmal, ne? Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Dein Ernst? Hat du das ganze Feld gedüngt, Junge? Ne, wo fährst du denn schon wieder lang? Warte mal, das kann ja so nicht hinhauen. Das kann so nicht stimmen. Düngestufe? Doch. Hat er fertig? Respekt! Ups! Wenn wir gleich das andere Feld machen. Ich hasse es im Dunkeln zu arbeiten, ne? Würde ich mal sagen. So, und da sind wir wieder im Zug. Okay, 27.000. 27 ist da drin. Das ist ja cool. Das ist ja eine komische Zahl, ne? Okay, erster Hänger, Abdeckung schließen. Zweiter Hänger hat keine Abdeckung. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir trotzdem was reinkriegen. Aber man sieht echt nichts, ne? Befüllung starten. Nice. Ja, aber hoffentlich kriege ich das alles weg mit dem Zug. Ich habe mir das so schön ausgemalt, dass wir mal eine Tour machen. Die Folge wird doch wieder schon ein bisschen lang. Eine coole Tour machen und dann sind wir fertig. Jetzt geht wohl hier schon die Schranke da vorne runter. Cool. So. Passt aber mehr rein wie 22.000 Liter. Aber das Problem ist, ich komme auch irgendwie gar nicht. Komme ich auf den Zug drauf? Ja. Zack. Tü-tü-tü. Und hab. No. Okay. So, wie viel ist da jetzt drin? Das ist ja nur halb voll. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja ein bisschen komisch schon. Ich will hier einsteigen, oder?
Einsteigen? Geht das nicht? Hallo? Doch. Befüllung starten. Okay, weil ich ausgeschrieben bin, hat er aufgehört oder was? Verstehe ich nicht. Nun ja, wir können jetzt auch schon abladen, da seht ihr das. Überladen starten, also wir stehen wahrscheinlich gerade genau mit dem Triggerpunkt. Wollen wir nicht. Wir nehmen dann mal Hänger 3 noch. Wenn der mal fertig ist da mit der 2. Ich hoffe, ihr könnt das auch ein bisschen sehen. Ich würde auch gerne näher ranzoomen, aber er zoomt halt nur auf die Lok. So, jetzt scheint der Hänger voll zu sein. Dann gehen wir noch mal Hänger 3, mal gucken. Warte mal, ich muss erst mal, ich muss erst mal hier selber gucken. Also der ist jetzt hier treidevoll, da ist hier treidevoll. Okay, Hänger 3 wäre der Holzhänger, da können wir natürlich keine Treide reinmachen, ist logisch. Und Hänger 4 haben wir dann noch und das war's, oder? Ach, Hänger 5 gibt es noch. Ach, hier sind Spanngrotte dran. Ah ja, coole Sache. Was kann man denn da drauf stellen? Wahrscheinlich Paletten. Das ist ja schon geil, ne? So, jetzt fahren wir noch ein Stückchen bis Hänger. Warte mal, Hänger 1, Hänger 2, Hänger 3, Hänger 4 brauchen wir, genau. Wir fahren einfach so lange, bis Befüllung starten steht. Oder? Ne, warte mal, wir müssen erstmal Abdeckung öffnen wahrscheinlich. Okay, jetzt steht Befüllung starten da. Stopp, stopp, stopp. Er stoppt nicht. Er fährt in irgendeine Richtung weiter. Hallo. Er steht. Okay. Und passen da jetzt 45.000 Liter rein? Das wäre natürlich sehr geil, ne? So. Was macht er hier so? Er fährt noch? Alles klar. Oh, jetzt hört das immer wieder auf, oder wie? Das ist ja doof. Also wir dürfen nicht aussteigen beim Beladen des Zuges. Und dann müsste das Bahnsilo ja eigentlich leer sein. So, jetzt haben wir 192.000 drin, also es würde noch mehr reinpassen. Wir sind jetzt erst halb voll. Wenn ich das so richtig sehe. So, wir gehen mal wieder zu Hänger 1. Und dann fahren wir hier mal, was das Zeug hält. Mit 80 km/h zum Hafenspeicher. Boah, im Dunkeln sieht man hier aber auch gar nichts, ne? Wozu du da Licht an hast, frage ich mich, ey. Alter Schalter. Boah, wenn die Schranke so runtergeht, das ist auch Hopfen Malz verloren, ne? Ah, das machen wir nochmal im Hellen, Leute, wa? Das ist ja hübsch hier. Wir sehen ja gar nichts. Übrigens, wer jetzt kein Geld für ein Silo hatte, aber doch irgendwie Getreide und sowas zwischenspeichern will, ne? Die Getreidesilos hier. Einmal hier Ost und dann haben wir hier oben noch das hier West quasi kann man nutzen, ne? Einfach. Ist kein Ding, also kannst du reinkippen und dann irgendwie wieder rausholen. Auch mit Traktor kannst du es rausholen. Musst nicht den Zug dazu nehmen, also es ist möglich. Hier ist das andere Getreidespeicher. Ja. Wie gesagt, wer da große Mengen braucht oder auch kleine Mengen, wenn man einfach sagt, scheiße, ich habe jetzt hier noch 5000 Hafer, will die nicht verkaufen, da kippst du es halt rein, musst ein Stück fahren zwar, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Dann ist der Leuchtturm, das Schiff, das sehen wir eigentlich ganz gut, ne? Hier die große komische Fabrik da, wo wir ganz am Anfang mal waren, gucken. Oh mein, wir kloppt der Nachbar, steht wieder draußen und guckt und guckt und guckt. Das regt mich vielleicht auf. Achtung, Zug kommt! Das ist schon ein cooles Feature, ne? Ich habe das im LS17 gar nicht genutzt. Da gab es, glaube ich, auch Maps mit Züge. Die konnte man immer bloß beladen und dann musste man die so wegschicken. Ich weiß gar nicht, ob man damit selber fahren konnte. So, jetzt dürfen wir wieder einen Bremspunkt nicht verpassen. Wir sind, glaube ich, gleich da. Da vorne ist der Hafenspeicher. Ich wollte mal gucken, den Mittlerslenker, was da reinpasst, dann werden wir... Ja, wobei ist auch egal, ne? So, bremsen. Da ist der Verkaufstrigger.
So, jetzt müssen wir natürlich so weit fahren, weil wir sehen jetzt gar nichts mehr hier im Dunkeln. Okay, stopp. Und wir entladen den ersten Mais. So. Okay, der ist leer, der erste. 14% wurden an Feld 8 transportiert. Jetzt sehen wir Hänger 2. Stopp. Okay, er überlebt. Also man kann echt mit dem Zug eine ganze Menge transportieren, ne? Das ist schon cool. Ach, wenn das alles unseres wäre. Cool wäre, wenn jetzt der letzte Enger komplett unserer wäre. Ein bisschen sollte schon überbleiben, aber wird wohl nicht ganz so viel werden wie bei der, was habe ich denn damals mal geerntet? Baumwolle war das nicht. Es hat auch so lange gedauert. Rüben oder so ein Scheiß. 79%, okay. Und jetzt müssen wir hier auf 4 wieder nehmen. Na komm schon. Jetzt. Mann, das ist echt ein weiter Weg, ne? Da sind nochmal 45.000 drin. Mal gucken. Mission sagt 89%, 99% fertig. Und der Rest ist für uns. Nochmal 11.000 Euro. Ja, damit komme ich doch klar. Und nochmal 21 dazu. Abschließen der Mission. Und wir haben gute 32.000, 33.000 plus gemacht. Wunderbar, wir haben die 400.000 Marke geknackt, Leute. So, hier machen wir wieder ein Tempomat rein und machen wieder auf den Zug wechseln aus. Weil wir jedes Mal beim Hin- und Her-Switchen quasi in den Zug wechseln. Gut, Leute, damit sage ich danke fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Würde ich mich mega freuen. Natürlich auch über einen Kommentar und über ein Abo. In der nächsten Folge erwartet euch dann ein kleines Special, glaube ich, hoffe ich. Wo wir dann unser Geld investieren, das werde ich euch dann in der nächsten Folge erklären. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.